Okay, dafür brauchen wir noch einiges an Nautilus-Shells, aber die müssen wir vielleicht auch angeln oder so. Wir haben erstmal einiges an Cleanstone. Ja, dann machen wir uns mal noch ein, zwei Schaufeln aus Eisen, dass wir hier mal ein bisschen wirklich anfangen, weil ich wollte ja an ein Strandhaus hinsetzen. Wirklich nur aus Holz, mit einem Holzdach. Vielleicht noch mit einem kleinen Jacuzzi und einer Bootsanlegestelle oder halt so ein. Sag schon. Na. Einen Steg. Ich kam jetzt gerade nicht drauf. Das war jetzt gerade so Brain AFK. Hoch 3. Und wir kriegen dann halt gleich Sand fürs Glas, was wir hier mal unten machen wollen. Wir wollen ja dann hier unten eine Kuppel bauen. Ich weiß es noch nicht, machen wir es auf die Höhe oder auf die Höhe hier? Also auf die oder auf die Höhe? Das gucken wir dann, entscheiden wir später. Jetzt graben wir erstmal ein bisschen Sand ab. Und Dreck. Ich hätte erstmal die kaputte schon nehmen sollen. Wird hier einiges jetzt drauf gehen. Müssen wir vielleicht sogar da noch eine Kiste machen für den Sand. Wir dürfen aber auch nicht alles Sand wegmachen. Nein, ich muss das wirklich mal umändern. Ich bin jetzt 27. Im Mai geworden. Ich muss das wirklich mal umändern. Ich müsste eigentlich bloß reinschreiben, dass ich im Mai geboren bin. Und halt vielleicht noch das Jahr, aber nicht einen Tag, vielleicht noch nicht ganz. Jetzt. Schönes Strandhäuschen hier hinzimmern. Weil die Nederwarzen brauchen ja auch eine Zeit zum Wachsen. Halt mal ein bisschen Terraforming, muss auch mal sein. So. Aber ich denke, wir werden fast bis 1 über dem Meer runtergehen. Alles klar, dank dir. Ja, 27. Ich halte mich immer gerne jung. Ja, da werden noch einige Schaufeln drauf gehen. Genau, sind das einige Spitzhacken drauf gehen. Denn 1, 2, 3, 4, 5. 5 Ebenen müssen noch runter. 1, 2, 3, hier wäre 5. Huiuiui. Ah ja, machen wir gleich mal eine Kiste für den Sand. Obwohl, wir können schon mal vier durchbrennen, vier Stacks. Endlich schlafen.
So. Ach ja, das Terraforming ist halt auch mal was Feines. Alles schön abbauen, ein bisschen quasseln. Dann müssen wir noch ein paar Wege machen, dass wir hier von dort hier rüber kommen. Und ich wollte ja auch ums Haus noch eine Mauer ziehen. Oh, noch so viel Arbeit. Aber wir haben alle Zeit der Welt. Mal gucken, ob ich es bis nächstes Jahr durchhalte. Beziehungsweise kann man halt gucken, vielleicht kommt dann auch schon das nächste Update raus, dass man halt versuchen, immer auf der neuesten Version zu spielen. Und halt die Welt immer weiter mitnehmen. Aber davor werde ich dann immer mal einen World Save machen. Nicht, dass dann doch irgendwas kaputt geht. Warum auch immer. Kann ja sein. Muss aber nicht. Ja, okay, ich hätte ja wirklich erstmal die nehmen können. Ach ja, Terraforming muss auch sein. Ist halt Minecraft. Wenn wir keinen so extrem hohen Steg haben. Steg haben möchte, ja. Das war jetzt gerade so. Da ist mir quasi gerade fast der Boden unter den Füßen weggerutscht. Schlimm, 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 geht das jetzt gerade, musstet ihr raussuchen, dann musstet ihr den eigentlich installieren können im Technik Launcher. Wenn nicht, ist dann gerade Dropbox, naja, Dropbox nicht mehr der Link, gut. Müsste ich mich dann mal wieder hinsetzen. Musik habe ich eigentlich an. Okay, dann muss ich es halt ein bisschen höher drehen. Ich hoffe mal, es ist jetzt so angenehmer. Oh ja, es kommt einiges an Sand zusammen.
eigentlich bloß Experiment. Minecraft Experiment, glaube ich, habe ich es genannt. Und dann könntest du dort auf Installieren klicken, dann wird es gedownloadet. Wenn es keine Probleme gibt, schreib es ruhig mal gern rein. Und ich habe ja gesagt, ich brauche noch einiges an Schaufeln. Und dann sogar noch Spitzhacken. So. Und da haben wir jetzt ein bisschen Erde übrig. So, nehmen wir 5 Schaufeln. Jetzt dürfte aber lang. Sagte er und brauchte danach noch eine Schaufel. Wäre natürlich auch möglich, dass dann auch noch eine Schaufel benötige. Aber es kann halt auch sein, dass hier einiges an Sandstein noch ist und Cobblestone dann später. Und wir müssen uns dann erstmal ein paar, wenn wir dann unten mit der Unterwasserbasis anfangen sollten. Ein paar Zäune, Zaunstore machen. Die sind, werden so zum Beispiel noch nicht aktiv von dem Wasserupdate mit inbegriffen. Also sind noch nicht inbegriffen, weil die kann man noch als Luftquelle nehmen. Das habe ich bei meinen Tests mal rausgefunden, als ich eine Möglichkeit gesucht habe, einen Ein- und Ausgang zu machen. Bin ich auf die Idee gekommen, mal eine Zaunstour zu nehmen. Hat geklappt. So. Beziehungsweise brauchen wir jetzt nicht doch am Anfang. Doch. Ich hatte mir hier die tiefste Stelle rausgesucht. Das ist eine gute Frage. Also das ist bloß so ein, das müsste eigentlich so ein Schriftfeld sehen, Experiment bloß, als Logo. Kannst nur mal gucken. Muss jetzt nochmal die Mitte austarieren. Gut, war noch nicht groß. Zwei, sieben, drei, okay.
Also hier. Na? Ei, ei, ei. Okay, ein Delfin ist hier in der Nähe. Und ich muss mich schnell schlafen legen. Da lief gerade ein Zombie an. Eigentlich nicht. Auch nur Rotten Flesh. Ich bräuchte mal eine Kartoffel oder eine Karotte. Und eigentlich steht da auch da, von wem das Pack ist. Theoretisch gesehen. Habe länger nichts mehr über den Technik-Launcher gedownloadet. So. Ah, hochschwimmen. Eigentlich schon, ja, nur Experiment.